Hi, ich bin Nina vom Weltacker und wir sind heute hier bei Endorphiner Backkunst, eine Bäckerei, die Teil der Bodenbrotaktion ist. Und wir finden heute mal heraus, was ist eigentlich Bodenbrotaktion, warum machen sie mit und was ist eigentlich deren Bodenbrot? Für gesundes Brot braucht es auch gesunde Böden. Doch um die Bodenfruchtbarkeit ist es zunehmend schlecht bestellt. Und deshalb haben die Freien BäckerInnen eine Aktion ins Leben gerufen, bei der pro verkauften Bodenbrot 1 Euro an eine Bildungskampagne gespendet wird, durch die Auszubildende und MitarbeiterInnen in Betrieben des Lebensmittelhandwerks in Workshops zum Thema Boden weitergebildet werden. Ich bin hier mit Patrick, einem der leitenden Bäcker. Willst du mal kurz was über dich erzählen? Also ich bin Patrick, ich bin Bäckermeister bei Endorphiner Backkunst und ich habe zusammen mit dem Team ein Rote-Bete-Tresler-Brot für dieses Projekt entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Weizen-Roggen-Mischbrot mit Natursauerteig und Rote-Bete-Trester. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, dieses Produkt für dieses Projekt zu entwickeln, dadurch, dass wir mit diesem Brot wirklich den kompletten Öko-Kreislauf in einem Zug beendet haben. Wir bekommen den Rote-Bete-Trester von einer Firma, die uns hinterher die Altbrote sogar abnimmt, um daraus einen Brottrunk herzustellen. Die Reste, die bei der Brottrunkherstellung übrig bleiben, werden dem Boden wieder als Nährstoff zugeführt. Und es kam mal eben so der Punkt, alle eure Brote sind eigentlich Bodenbrote. Kannst du uns mal erklären, was genau ihr damit eigentlich meint? Wir beziehen unsere Rohstoffe alle regional. Wir gucken auch, dass wir wirklich nur regionale Zutaten kriegen. Unser Mehl beziehen wir aus dem Spreewald von einer Wassermühle. Zum Großteil wird sie sogar noch bis heute mit Wasserkraft betrieben. Und wir kennen halt auch unsere Erzeuger, wir kennen die Bauern, die für uns anbauen und mein Chef und ich fahren sogar auch einmal im Jahr bei den Bauern, wenn es Fans erlaubt ist und wir es auch wünschen, fahren wir auch gerne bei denen vorbei und gucken uns auch an, wie unsere Rohstoffe angebaut werden. Genau wie bei Endorphiner Backkunst haben alle teilnehmenden Bäckereien ihr ganz individuelles Rezept aus regionalen Zutaten entwickelt. Und ob eine Bäckerei dabei ist, erfahrt ihr auf der Webseite in der Beschreibung oder auf den Plakaten. Hat euch das Video gefallen? Dann checkt doch unsere sozialen Medien ab. Wir haben Instagram, Facebook, Twitter oder guckt einfach auf unsere Webseite. Alle Links sind in der Beschreibung. Und vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren.